Ein wenig sieht das doch nach einem versöhnlichen Ausgang noch vor dem langen Weihnachtswochenende aus. Der 23.12., ein Tag vor dem Schluss vor Weihnachten, zumindest mal in Deutschland, da sieht der DAX doch noch ganz heftig nach oben aus. Also positiv die Stimmung, die wir hier haben. 13.570 ist so das aktuelle Niveau. Ich will das Ganze jetzt gar nicht überinterpretieren. Machen wir uns nichts vor. Viele Marktteilnehmer sind schon gar nicht mehr da. Und sind im Feiertagstaumel eigentlich schon, naja, Taumel ist so eine Sache, man taumelt bei sich zu Hause rum. Aber so richtig viel ist da, was institutioneller Handel angeht, natürlich jetzt nicht mehr geboten. Aber das, was wir hier aktuell sehen, das ist nun mal eine ganz klare Aufwärtsbewegung und die ermutigt zumindest mal, über Longs doch noch mal einmal nachzudenken. Wir wissen ja alle, ein Rücksetzer, der würde mir noch fehlen, um mich glücklich zu machen. Ob es immer um mein Glück geht an Weihnachten, weiß ich nicht, aber das wäre ein Klassiker und vor Weihnachten werden wir das sicherlich nicht haben. Das allerdings hier auf jeden Fall erstmal sehr positiv aufzufassen, das kann man anders nicht sagen. Wir haben zwar Rücksetzer auch gehabt, auch hier Rücksetzer. Hier vielleicht nochmal so eine kleine Geschichte, da müssen wir mal gucken, wohin das Ganze führt. Aber wir sehen, unabhängig davon, ob man das dann noch idealerweise irgendwie mit den Alienwellen zahlenmäßig dann hinbekommt, man kann schon sagen, dass das, was wir hier sehen, auf jeden Fall nicht korrektiv ist, weil keine Überschneidungen zwischen diesen Bewegungen und das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen mal dahingestellt, wir haben gesehen, ähnlich war das hier vorne ja auch schon. Und trotzdem hat der Markt gesagt, oh, wir können auch mal kurz nach unten. So ist es ja nicht, aber er scheint das alles wieder wettzumachen. Das Interessante ist, viele sagen dann, ja, aber da ist dann noch nicht eingepreist dieser Effekt oder jener Effekt. Darüber muss man doch auch noch reden. Naja, gut. Das mag schon sein, aber letztlich kommt es darauf an, was die Marktteilnehmer einpreisen, nicht was man selber als Analyst sagt. Ich weiß es eh alles besser. Und der Markt im Moment ist nun mal ganz klar ausgerichtet auf der Nordseite. Schauen wir mal, was die Kollegen aus Amerika machen. Gucken wir auf den Dow Jones. Auch der ist, wenn wir im kurzen Chart, das ist jetzt auf Minutenbasis hier unterwegs sind, aber selbst im 4-Stunden-Chart ist das noch ziemlich deutlich. Schub nach oben, wackelig hier nach unten, dann jetzt wieder Schub nach oben. Ich mache es nochmal weg. Nichts ist schöner als der Originalchart, da kann man es noch besser erkennen. Also wir sehen, auch der Anstieg, den wir hier hinten haben, deutet auf Ähnliches hin wie das, was wir beim DAX gesehen haben. Die Rücksetzer, die wir hier haben, sind alle im Moment noch auf so dezentem Niveau und so weit auseinander, dass man eigentlich gar nicht so richtig negativ im Moment sprechen will. Also es geht noch weiter nach oben. Das Szenario, was für mich immer noch nicht vom Tisch ist, scheint also tatsächlich auf jeden Fall nochmal da oben das anzusteuern. Und ob der Kurs da wirklich dreht, das werden wir dann sicherlich noch abwarten müssen. Aber ein bisschen einen Eindruck haben wir ja schon bekommen, dass der Markt auch schnell mal nach unten kommen kann. Er ist also latent nervös jetzt in diesem Umfeld. Natürlich erst recht. Da werden wir sehen, was nach dem Neujahrsfest dann passiert, wenn das Geld langsam aber sicher zurückkommt. Dann gibt es hier ja ganz gute Chancen, dass sich das dann nochmal echt also nachvollziehbar dann entwickelt. Das Ganze auch durch den Stimulus durch Amerika natürlich ebenfalls nochmal angetrieben. Da können wir wohl davon ausgehen, dass das eher eine positive Wirkung hat. Das heißt, etwaige Rücksetzer wie angedacht hier, wie gesagt, das ist ja noch kein Versprechen, dass das passiert, wären dann also erst recht eher auf einer kurzfristigen Ebene, dass man sagt, ja komm, lass ihn doch mal korrigieren, so ähnlich wie wir das hier ja auch hatten. Und dann kann er ja auch wieder weitergehen, sowas in dieser Art und Weise. Viel mehr kann man eigentlich am heutigen Tag gar nicht sagen. Ich könnte noch eine Stunde sprechen, aber ob ich wirklich was Sinnvolles dabei rüberbringe und ob man das dann noch vor den Feiertagen jetzt sinnvoll nutzen kann, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Deshalb bleibt mir an dieser Stelle euch und Ihnen allen da draußen trotz oder gerade wegen dieser eigenartigen Situation, die wir haben, ein frohes, ein glückliches, ein hoffentlich gesundes und friedvolles Weihnachtsfest eben. Und in der Hoffnung, mit zumindest mal den wenigen Lieben, die man wirklich dann schätzt. Vielleicht ist das auch gerade das Richtige, dass man sagt, okay, ich fokussiere mich mal wieder auf das und auf diejenige Person, die mir am wichtigsten ist. Ist nur eine Idee, macht es, wie es für euch am sinnvollsten ist, bleibt aber gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns schon in der nächsten Woche, also noch vor dem Neujahrsfest, wiedersehen, wenn der Markt ist ja noch offen und deshalb wollen wir da ja auf jeden Fall auch noch mal drauf gucken. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.